Gut, dann Treppenhaus runter. Da will ich eine Athletikprobe haben, damit das schnell geschieht. Von allen, die die Treppe runterrennen. Und Torgosch kann dann in der Zeit. Was, bist du jetzt auch dahin gerannt? Ach so, ja, du hast mich da hingezogen, deswegen habe ich gedacht, Ich ich habe dich da nicht hinlaufe. hingezogen. Ich habe dich hier Ach so. hingezogen. Ach so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe dich gerade eben mit erwischt. Sorry. Ich Ach bin so. gerade. Ja, Wo warst sonst du bin ich hier, weiter oder? auf der Mauer gerannt. Also mein Plan ist ja hier, da hinten hinzukommen. Gut. Ja, das kannst du Ich muss dann das echt mal. tun. Du siehst, wie gesagt, neun oder acht Schritt unter dir siehst du, wie sie sich unterhalten. Du überlegst kurz. Du könntest da runterspringen, direkt auf ihn drauf. Ja, aber ich kann keine 8 Meter springen und überleben. Das ist das Problem. Wenn es 3 wäre, können wir drüber reden. Igna klopft dir auf die Schulter. Togosch, muss was tun, muss Held sein. Ich renne. Ich habe keine Zeit, dich ins Auto zu springen. 8 Meter, da bin ich Matsche. Ja, dann Junge, bist du tu hier es. einmal über die Brücke rüber. Hier ist der nächste Treppenturm. Da müsstest du dann hin, wenn du dann hier über diesen, also das ist kein Spalt, das ist natürlich dann irgendwie alles verkleidet mit Burgmauern. Aber das, weil du da gerade auf dem zweiten Geschoss bist, kannst du dann hier rüberrennen in diesen Zwiebeltürmchen rein. Ja, das ist mein Plan. Aha, bist du zumindest nicht schneller. Gut. Ja, das ist schade. Dann können die anderen auch im Turm nach unten gelaufen sein. Jalan hat es geschafft. Böhmerwürfel auf Körperbeherrschung. Es ist Schwert um 15, hattest du eingetragen. Iolaos stolpert ein bisschen und schlägt sich für 2 Schadenspunkte seinen Fuß an, der blutet. Torosch hat es auch nicht geschafft, wo man zuerst hat. Und Torgosch in seiner Eile rennt aus Versehen gegen die Tür. Du hast gedacht, die geht nach innen auf, geht aber nach außen aus und schlägst dir voll deine Nase an. 2 Schadenspunkte für Torgosch. Dann steht ihr im Innenhof. Weiteres Diskutieren von der Person, die da steht. Die Leute, die Veteranen, das geht hier wohl relativ schnell. Irgendetwas Dunkles rast jetzt über euch. Über den Himmel und verdunkelt kurz die Lichter, wirft einen großen Schatten über die Öllichter, über die Lampen. Es gibt einen weiteren roten Blitz aus dem Himmel. Mein Schwert und renn weiter zum Tor, nicht ablenken lassen! Lass das die Schützen machen! Wie tief liegt denn dieser Drache? Relativ tief ist es tatsächlich. Und du würdest auch denken, dass er fast mit einem der Türme kollidieren könnte, während er wohl über euch geflogen ist. Hast ihn viel zu spät gesehen, kannst nicht genau einschätzen, was das für ein Ding war, aber er ist zumindest erst einmal über euch geflogen und dann möchte ich bitte von euch eine Ausweichenprobe bekommen. Erst einmal bitte Intuitionsprobe, um das überhaupt wahrzunehmen. Erleichtert meine Aufmerksamkeit Kampfreflexe? Nee, eine ganz normale Intuitionsprobe. Okay. Geschafft. Ich wiederhole mein Glück. Du hast doch gar kein Glück, dachte ich. Du hast kein Glück. Hast du schon gewürfelt? Das War war doch gar das nicht heute? alles. War das noch in Piranha-Furten oder Das war war das? noch in Jetzt, Piranha-Furten. wir sind 2 Tage später, du hast recht. Ist ein neuer Tag. Kein Ich habe Geburtstag einmal Glück, übrigens. dadurch habe ich meine Intuition dann noch geschafft. Gut. Irgendwer im Slung, aber mir. Ja, Hat ich habe kein es nicht Glück, hat kein geschafft. Chip. Ihr anderen könnt erkennen, wie wohl irgendetwas runtertropft und das ist kein Regen, sondern eine schwere Flüssigkeit und springt einmal beiseite. Abelmir rennt voll rein und du bemerkst, wie es brennt. Heiß brennt und dich versenkt. 2W6 Schadenspunkte für Abelmir. Der Herzog ist gerade mit seiner Wolfengrale aus dem Palast geschritten. Es gibt einen verwirrten Lajan Gerberow, deren Drakoniter, ein paar weitere Warnschreie von Wachen, die zunehmend lauter werden, panischer. Ein Drache, der gerade eben über euren Köpfen herumgeflogen ist. Ihr könnt nicht genau erkennen, was da oben passiert. Seid jetzt gerade die Treppen runtergestiegen, steht im Innenhof. Vor euch diese Person, die gerade durch die Tür will, was auch immer sie da will. Von oben könnt ihr das hören, wie Bolzen und Pfeile durch die Luft schwirren und den Himmel vielleicht ein weiteres Mal verdunkeln. Weitere Rufe, weiteres Geschreie von den Wachen. Ihr könnt nicht genau verstehen, was sie da rufen, weil sie zu den verschiedenen Seiten abzweigen, herumlaufen. Dann könnt ihr eine Flammenlanze sehen, die von irgendwoher den Himmel erhellt. Und ihr könnt es riechen. Giftiger Rauch. Abelmir geht kurz in die Knie, greift sich an seinen Kopf, wo
eine rot glühende Flüssigkeit in sein Gesicht gebrannt ist und ihn gerade so ein bisschen verzerrt. Du kannst dir das mit den Handschuhen noch versuchen abzuwischen, abzureißen. Ziehst auch so ein bisschen verbrannte Haut mit, die dann direkt da ja angeschmolzen ist. Irgendwas hat dich getroffen. Ich schreie wahrscheinlich wie am Spieß. Wenn ich meine Gesichtsfalt runterziehe, schreie ich wahrscheinlich wie am Spieß und sinke auf die Knie, um mein Gesicht mit beiden Händen zu halten. Ich stürme sofort zu ihm und hole meinen Wasserschlauch raus, um die Flüssigkeit zu löschen. Was tun die anderen? Man orientiert sich, dass er nicht nochmal so etwas kommt, vor allem, dass vielleicht nicht nochmal jemand getroffen wird. Er schaut erstmal nach, wo das herkam. Ist das hier irgendwie runtergetropft oder so? Das kam direkt von oben. Ah, wie so ein Abwurf. Und ja, dann hält er immer Ausschau nach oben und wird so halbherzig seinen Bogen aufspannen, schaut sich dabei aber um, dass er immer ausweichen kann und macht das mit dem Aufspannen eben deutlich langsamer, als es gehen könnte, wenn er sich nur darauf konzentriert. Was tun die anderen? Ich zieh mein Schwert und renn weiter. Zum Tor, vorwärts! Isarun dreht kurz ab und rennt in vollem Tempo auf Abelmir zu und wird ihn versuchen, unterm Arm zu fassen und zur Pferdetränke zu laufen und den da reinschmeißen. Gute Idee. Die ist ja ganz nebenbei. Immer blickt nach oben. Eher auf der Suche nach Wurfgeschossen. Jetzt kannst du was sehen. Ein zerfetzter Flügel, der von Dunkelheit wuchert. Ein von Wunden übersäter Körper. Weiterer Gestank und dann ist das Ding wieder weg. Weitere Tropfen, die niedergehen. Du kannst auch einige Märkte sehen, die jetzt gerade rausrennen. Irgendwas hat wohl die Scheune getroffen. Durchschlagen einige Leute, die jetzt in Panik rausrennen und du siehst, wie jetzt gerade einer der Scheunen anfängt zu lodern. Die Scheune brennt, die Pferde! Zeigst du uns mal welche? Ich muss gerade schauen. Wir haben irgendwo hier im Innenhof haben wir noch ein paar Holzscheunen, die sind da nicht eingezeichnet. Wir haben natürlich auch noch hier im äußeren Bereich, ihr seid jetzt im inneren Bereich, habt ihr natürlich auch noch weitere Dinger, die dann da auch aus Holz sind, die weiter brennen könnten. Also irgendwo hier wird es dann jetzt sowas geben wie eine kleine Scheune, könntet ihr auch einzeichnen, wenn ihr wollt. Ja, so Bedienstetenhäuser, Räumlichkeiten. Abelmir, Iolaus, Isarun bei der Pferdetränke. Torgosch, du siehst... Ja, wieso, weil ich da unten angekommen bin, ja. Sehe ich diesen Mann immer noch? Ja, du siehst den Mann. Lass mich raus, ich will raus. Sonst breche ich das Tor auf. Wer seid ihr? Und ich versuche mal dahin zu rennen. Ich meine, ich brauche vermutlich ein bisschen, bis ich da ankomme, aber ich brülle den Mann schon auf den Weg an. Okay, würfel mal Menschenkenntnis, damit du ihn... Na, es ist... Ja, doch, es ist Menschenkenntnis. Nicht unbedingt, um ihn da jetzt zu erkennen, zu sehen, sondern um ihn wieder zu erkennen, weil du hast ihn schon getroffen. Kannst dich nicht genau daran erinnern. Er hat diese merkwürdige Robe an, irgendwas mit Drachen, irgendwas mit einer Schlange. Naja, da gibt's ja viele von. Weiter rennen. Und dann stehst du vor dem verschlossenen Tor, er will raus. Willst du auch raus? Ja, wer seid ihr? Wieso seid ihr auf der Burg gewesen? Sagt mir euren Namen! Ich bin eingeladen, Drakodan, ihr Sündergeweihter. Drakodan von Misafoten. Sagt mir das irgendwas, oder? Drakodan halt. Du hast nicht zugehört. Und warum klettert ihr auf dem Dach herum? Ja, lasst mich jetzt hier durch. So. Tut mir leid, Herr von Misafoten, wir sollen die Mauer verstärken. Wir können euch jetzt nicht auslassen. Das Tor ja sehr schwächen, wenn wir es jetzt öffnen. Verdammt, er stirbt da draußen, lasst mich raus! Wer? Lass mich, Zwarpet! Ihr könnt eine gewaltige Stimme über euch hören, ein weiterer Drache? Irgendwas ist über euch geflogen. Und während Ömer gerade verzweifelt in Richtung dieser Scheune, die jetzt brennt, hinläuft, könnt ihr die Stimme hören. Nicht nur in euren Ohren, sondern auch direkt in eurem Kopf. Weiteres Geschrei, was oben von den Burgzinnen ertönt. Irgendwer ist wohl getroffen, irgendwer geht auf die Knie und schreit und weitere Bolzen und Pfeile, die durch die Luft zirren. Deckung!
Und ich würde erstmal jetzt ein Stück in Deckung gehen, dass ich nicht mehr von oben zu sehen bin. Also hier um die Ecke zum Beispiel. Und dann da rauslupen. Dann kommen wir bald mal ins Tor. Du hast den Rest ignoriert. Die anderen sind dir nicht gefolgt. Dann bist du ja, der Einzige, der mit Dorgosch zusammen bei Drakodan eintrifft. Ich komme mal mit dem Schwert in der Hand an. Ah, Dorgosch! Wo ist der Typ? Der da! Drakodan! Kenn ich nicht! Komm in Deckung! Drache! Sag pack mir diesen Drakodan. Sag diesen, Drakodan erstmal und zerr den mit in Deckung. Kommt, ihr Rotz! Seid ihr wahnsinnig! Sag den Wachen, sie sollen das Tor öffnen, da stirbt da draußen! Wer stirbt? Der Perldrache! Gut! Gut! Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber wir werden gerade angegriffen von einem! Verdammt, nein! Er lässt sich, er reißt sich so ein bisschen los und versucht wieder gegen die Tür zu. Man merkt, dass das natürlich überhaupt keinen Sinn macht und versucht so ein bisschen die Wachen wegzustoßen. Ich schau mal kurz, wo meine Kameraden sind, also so ein Schulterblick. Kommen die nach oder hängen die noch irgendwo fest? Du siehst gar nichts mehr. Alle sind irgendwie weg. Du bist der Einzige, du riechst jetzt gerade. Es brennt. Hat das Tor ein Mannloch? Ja. Gut, ich beginne das aufzumachen, wenn das verrammelt ist. Ja, sagt mir, was genau ihr da draußen wollt. Raus zum Drachen, verdammt! Helft mir! Warum? Schick die Waffen weg! Halt ich hab die vermutlich sowieso weg. Ich will ihm helfen! Er will dem Drachen helfen! Wozu denn? Er stirbt ohne mich! Und? Das ist nicht gut! Ein toter Drache ist ein guter Drache! Nein! Könnt ihr ihn davon abhalten, uns alle in Brand zu stecken? Ja oder nein? Das ist er nicht! Wie viele Drachen sind denn hier? Ich verzehre die Lebenden und die Toten. Ich stoß das Tor auf. Also diese Tür in dem Tor. Dann raus mit euch, los! Dorgosch, komm mit! Ihr seid doch wahnsinnig! Und ich renne hinterher. Das gefällt mir. Während ihr nach draußen rennt in die äußere Burg, könnt ihr hinter euch erkennen, wie der Drache, was auch immer es für einer war, ein weiteres Mal über die Burg zieht. Und schwer verletzt gegen einen der Burgtürme stößt. Den Palas, der einbricht. Große Steine mit sich reißt. Weitere Leute, die unter den Steinen oder den riesigen Brocken begraben werden und dann mit abgequetschten Beinen oder Armen, Gliedmaßen einfach liegen bleiben. Es gibt noch ein weiteres dampfendes Blut, was nach unten spritzt, was sich gegen die Mauern senkt. Einige Schreie von Verletzten, die zu hören sind. Links neben euch der Rabenturm. Ja, ihr könnt sehen, wie da ein paar krächzende Vögel aus den Fenstern nach oben steigen und weitere Pfeile und Bolzen, die jetzt über euch entlang fliegen. Ihr könnt sehen, leicht erhellt durch das rote, kochende Blut, was aus ihm raustropft in den Nachthimmel, ein schwer verletzter Drache, der jetzt niedergeschossen immer und immer tiefer geht. Bis er irgendwo in einiger Entfernung, ein paar Meilen entfernt, runterkracht und in der Dunkelheit der Nacht verschwindet. Feuer! Feuer! Löscht! Löscht mit Wasser! Ich versuche die Pferde zu retten. Wie geht das denn Abel mir? Also ich bin wahrscheinlich jetzt in der Pferdetrinke, wo ich reingeschmissen habe wahrscheinlich. Mhm. Und tauche dann das Gesicht ein. Probiere mit den Handschuhen notdürftig dieses Feuer auf meiner Haut herunterzukratzen, reiße dabei immer weitere Fetzen von meiner Gesichtshaut runter und als ich kurz zwischenzeitlich mal die Hände wegnehme und euch entgegenblicke, ist wahrscheinlich ein furchterregender Bild, wie blanke Unterhaut, rohes Fleisch auf der rechten Seite meines Gesichtes euch entgegenblickt. Isarun verzieht so ein bisschen das Gesicht. Na, das sollte der Kollege sich mal gründlich anschauen. Ihr werdet leben. Was? Was ist passiert? Feuer! Sieht so schlimm aus? Wir haben jetzt keine Zeit. Ganz genau. Hier, nehmt diesen Lappen, feuchtet ihn an und legt ihn euch aufs Gesicht und dann schauen wir, was jetzt zu tun ist. Zieh diesen Lappen durch die Pferdetrinke und klatsch mir aufs Gesicht und halte ihn wahrscheinlich mit der linken Hand im Gesicht fest und renne in den Innenhof zum Feuer hin.
Torgosch kann über sich, während er in so einem Laufschritt verfallen ist, dann irgendwann stehen bleibt, weil er bemerkt, dass es einfach sinnlos ist und der Drache viel zu weit von dir weg abgestürzt ist, bleibst du kurz stehen, verschnaufst kurz, hinter dir irgendwo ist Jalan, drehst dich nochmal um und kannst dann in der Dunkelheit einen weiteren Schatten erkennen, der mit dir spricht, direkt in deinem Kopf. Nichts kommt meiner Macht gleich. Und dann Mistviecher! Ich versuche jetzt, um panisch ihn zu entdecken. Also ich werf meinen Kopf nach links, nach rechts. Wo ist dieses Mistvieh?